Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Demoskopen und Soziologen registrieren, die Corona-Pandemie und die Beschlüsse und Maßnahmen des Staates werden bis heute von einem Teil der Bevölkerung als Bruch empfunden. Damals wurden Kindergärten geschlossen, Kitas geschlossen, sogar Spielplätze, es gab Besuchsverbote in Altenheimen, Schulen wurden natürlich auch geschlossen, Maskenvorschriften erlassen, die 2G, die 3G-Regeln. Die Kritik heutzutage, die kommt von verschiedenen, auch diametral einander gegenüberliegenden Seiten. Die Corona-Maßnahmen seien zu streng gewesen, zu scharf, zu lang andauernd. Das ist vielleicht die lauter artikulierte Position. Und gleichzeitig gibt es andere Stimmen, die bis heute sagen, dass in manchen Phasen der Pandemie die Maßnahmen zu lasch und zu nachlässig, zu langsam gewesen seien. Die Ampelkoalition hat damals nicht regiert, aber sie regiert heute. In Berlin stellt die Bundesregierung und hat lange intern darüber debattiert, ob sie eine Aufarbeitung dieser Corona-Zeit im Parlament, im Deutschen Bundestag, leisten will. Zu welchem Schluss die drei Fraktionen nun gekommen sind, das sagt uns jetzt gleich im ersten Satz schon Jörg Münchenberg. Die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit und des damaligen Krisenmanagements wird vorerst nicht kommen. Zumindest nicht mehr vor den Bundestagswahlen im Herbst 2025. Hauptgrund sind Differenzen innerhalb der Ampel, wie eine solche Aufarbeitung praktisch umgesetzt werden soll. Für die SPD-Fraktion hatte gestern deren parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast erklärt, dass es keine zusätzliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie in dieser Legislaturperiode mehr geben werde. Die Koalition habe dazu nicht mehr die Kraft. Doch die Gesundheitsexpertin der Grünen im Bundestag, Maria Kleinschmeink, macht dafür hauptsächlich die unterschiedlichen Vorstellungen von SPD und FDP verantwortlich. Dem Deutschlandfunk sagte Kleinschmeink: Leider konnte keine Einigung gefunden werden. Wir bedauern das sehr, weil wir halten es schon für wichtig, Lehren zu ziehen aus der sehr, sehr besonderen Zeit, wo ja auch viele, viele Entscheidungen getroffen werden mussten auf Ebene des Bundes und der Länder, die man im Nachhinein vielleicht auch anders angehen würden. Wir haben gesehen, dass vieles neu organisiert sein muss. Und von daher würde es sehr viel Sinn machen, eine solche Enquete auch zu schaffen. So hatten sich die Sozialdemokraten, aber auch die Grünen für die Einsetzung eines sogenannten Bürgerrates ausgesprochen, in dem politische Entscheidungsträger, aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger mitwirken können. Gekoppelt mit einer Enquete-Kommission auf Bund-Länder-Ebene. Das wiederum reichte den Liberalen nicht aus. Hier war von einer drohenden Pseudo-Aufklärung die Rede. Die politische und wissenschaftliche Aufklärung der Pandemiepolitik müsse in einem parlamentarischen Gremium, sprich einem Untersuchungsausschuss, stattfinden. Bei SPD und Grünen heißt es wiederum, alle Ebenen müssten beleuchtet, aber auch beteiligt werden. Auf der einen Seite wäre es in einer Bund-Länder-Enquete möglich, die verschiedenen Entscheidungsebenen tatsächlich zusammenzuführen, das mit Wissenschaft zu untermauern und zu schauen, was ist damals entschieden worden, wo müssen wir lernen und Lehren rausziehen, wo müssen wir vielleicht auch die gesetzlichen Grundlagen verändern und gleichzeitig den Bürgerrat damit zu beschäftigen, wie hätten wir eigentlich die Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen können. So die Grünen-Abgeordnete Kleinschmeink. Viele der damaligen Maßnahmen und Diskussionen, wie etwa die Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, der milliardenschwere Ankauf von Masken und Schutzkleidung oder auch das Hin und Her in Sachen Impfpflicht, wirken bis heute nach und haben zugleich auch der AfD einen deutlichen Zulauf beschert. Ohnehin haben sich gerade die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses eingesetzt. Insofern dürfte die jetzige Entscheidung, die Aufarbeitung erst einmal zu vertagen, gerade diesen Parteien nutzen. Doch die grüne Kleinschmeink stellt gegenüber dem Deutschlandfunk auch klar: Es geht nicht darum, Schuldige zu identifizieren, sondern es geht darum, wie können wir nach vorne gesehen Lehren aus dieser Zeit ziehen. Doch diese Chance hat die Ampel jetzt mit der Absage an eine politische Aufarbeitung erst einmal vergeben. Die Ampelkoalition verzichtet erst einmal auf eine Corona-Aufarbeitung. Jörg Münchenberg hat darüber berichtet und darüber kann ich jetzt sprechen, ausführlicher. Mit Frauke Rostalski, Professorin an der Universität zu Köln
unter anderem für die Rechtsgebiete Rechtsphilosophie und Medizin, Strafrecht, außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Tag. Guten Tag. Diskutiert wurden da in der Ampel zwei Möglichkeiten, eigentlich drei: Enquetekommission oder Bürgerinnenrat oder gar nichts tun. Jetzt bleibt es bei gar nichts tun. Welche Aufarbeitungsarena wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll gewesen? Ja, das betrifft jetzt den Bereich der politischen Aufarbeitung. Daneben sollte es aus meiner Sicht noch eine juristische und auch eine gesellschaftliche Aufarbeitung geben. Aber zu der politischen hielte ich auch eine Enquetekommission im Deutschen Bundestag für die beste Lösung. Von einem Bürgerrat halte ich persönlich auch nicht sonderlich viel, was ein solches Unternehmen wie die Aufarbeitung der Corona-Zeit angeht. Mhm. Können Sie das begründen? Sehr gerne. Also zunächst hat ein solcher Bürgerrat ja nicht dieselbe Bedeutung, ja, oder dessen Urteil, sag ich mal, dessen Empfehlung verantwortlich. Für die Entscheidungen während der Pandemie war die Politik. Insofern muss auch von politischer Seite eine Aufarbeitung erfolgen. Hinzu kommt, dass Bürgerräte von Experten und Expertinnen beraten werden. Das führt dann in der Regel dazu, dass die Aussagen des Bürgerrates einen größeren Mehrwert haben als die unmittelbare Einbeziehung von Experten. Und vielleicht der letzte Punkt noch. Wir haben jetzt ja schon einige Bürgerräte gesehen, unter anderem dem zum Thema Fake News. Der schlägt Sachen vor, die sich mit dem geltenden Recht und dem Aspekt der Meinungsfreiheit gar nicht in Einklang bringen lassen. Also auch vor dem Hintergrund bin ich sehr skeptisch, was Bürgerräte angeht. Ein Untersuchungsausschuss, den haben Sie jetzt nicht genannt, wäre der Ihnen zu scharf? Nee, grundsätzlich kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Es muss definitiv im Deutschen Bundestag passieren und dann ist eben jetzt tatsächlich die Frage, wie scharf man stellen möchte. Bleiben wir noch einen Moment bei der politischen Arena, bei der politischen Aufarbeitung. Es könnte sein, dass es demnächst vielleicht Untersuchungsausschüsse, vielleicht andere Formen der Aufarbeitung in Bundesländern geben wird. Das Bündnis Sarah Wagenknecht will das durchsetzen. Wird vielleicht beteiligt an Landesregierungen. Das steht zur Debatte in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Was hielten Sie davon, wenn das passierte auf der regionalen, auf der Länderebene? Das ist definitiv auch wichtig. Viele Entscheidungen wurden ja auf Länderebene getroffen. Nichtsdestotrotz sollte sich der Bund hier nicht aus der Verantwortung stehlen, aus meiner Sicht. Insofern musste dann spätestens in der nächsten Legislaturperiode auch auf Bundesebene die Aufarbeitung durchgeführt werden. Entsteht ein Schaden dadurch, dass das auf Bundesebene nun erst einmal unterbleiben wird? Ja, das kann man ja immer schwer sagen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass das Vertrauen der Menschen eben nicht gestärkt wird, dadurch, dass die Bundesregierung hier jetzt über die konkrete Form der Aufarbeitung so in Streit gerät, dass die Aufarbeitung ganz scheitert. Sie nannten neben der politischen Aufarbeitung gerade eben auch noch die beiden weiteren Ebenen, die politische Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung und die gesellschaftliche Aufarbeitung. Die juristische Aufarbeitung findet dann statt vor Gerichten, wie wir es gesehen haben, neulich eine Entscheidung Verwaltungsgericht Osnabrück zugunsten einer Klägerin, die sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Beispiel gewandt hatte. Das Ganze geht jetzt zum Bundesverfassungsgericht. Ist es das? Genau, das ist in jedem Fall ein sehr begrüßenswerter Impuls des Verwaltungsgerichts Osnabrück. Einen weiteren Aspekt unter der juristischen Perspektive kann man noch verweisen auf den bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der eine Amnestie für laufende Corona-Bußgeldverfahren vorschlägt. Auch das halte ich für den richtigen Weg und denke auch, denn man sollte das noch weiter ausdehnen im Hinblick auf verschiedene Strafverfahren, etwa im Bereich der Maskenprozesse. Und die gesellschaftliche Aufarbeitung, was verstehen Sie darunter? Unter gesellschaftlicher Aufarbeitung verstehe ich auch einen nicht irrelevanten Teil des Komplexes Aufarbeitung, nämlich den gesamten Bereich Medien. Welche Rolle haben die Medien während der Pandemie gespielt? Wurde zu einseitig etwa berichtet, ja oder nein? Aber auch Beratungsgremien, da nehme ich den Deutschen Ethikrat nicht raus, die Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die Rolle des RKI, die sollten auch ihre eigene Rolle einmal kritisch reflektieren. Und zu allerletzter Ebene, es geht ja auch bei dieser Aufarbeitung darum, dass wir als Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch kommen. Das spielt die Zivilgesellschaft eine Rolle, also Schulen, Universitäten, Vereine, all diese Bereiche würden auch davon profitieren. Diese Institutionen, die Sie gerade genannt haben, Medien, also meinetwegen den Deutschlandfunk oder das RKI, den Ethikrat, sollen die sich selber aufarbeiten? Also sollen sie ihre eigene Rolle selber aufarbeiten oder sollen sie aufgearbeitet werden? Ich denke, das ist beides möglich. Aber es würde schon mal anfangen, wenn eine eigene kritische Reflexion stattfinden würde. Also etwa Zusammenschlüsse von verschiedenen Medienhäusern, die dann eben einfach mal darüber sprechen, wie sie ihre eigene Rolle wahrgenommen haben und ob sie das künftig auch nochmal so machen wollen würden. Und natürlich kann man bei sowas auch immer Externe hinzuziehen. Was bringt es, wenn das intern geschieht und dann nicht öffentlich, die Öffentlichkeit nicht daran beteiligt wird? Na gut, das heißt ja nicht, dass es nicht öffentlich kundgetan werden kann, was die Ergebnisse sind und wie die Beratungsprozesse laufen. Und ich habe ja auch gesagt, man kann Externe mit hinzuziehen. Aber was bringt es? Es bringt natürlich auch
ganz zentral die Frage hervor, wie wollen wir künftig miteinander umgehen, wenn wieder eine Pandemie kommt, wenn vielleicht auch andere große Ereignisse oder große Herausforderungen sich der Gesellschaft stellen und wir wegen wieder eine wichtige Rolle, also die Medien haben eine ganz entscheidende Rolle ja in diesen Prozessen haben, wie wollen wir uns dann verhalten? Insofern würde ich das selbst dann, wenn es nicht öffentlich stattfinden würde, was ich trotzdem besser fände, aber selbst dann als wertvoll betrachten. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass der Appell, den Sie richten an verschiedene Institutionen, dass der folgenlos verhallen wird, oder? Das ist so ein bisschen die Frage. Das setzt ja bei dem Gegenstand unserer heutigen Sendung an. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Fragezeichen. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, auf gesellschaftliche Anliegen hinzuweisen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch gut tut. Was passiert oder was ist schon passiert in der Gesellschaft nach Ihrer Analyse dadurch, dass, ich meine, wir sind jetzt 2-3 Jahre nach dem Ende der Corona-Pandemie, politische Aufarbeitung wird jetzt erst einmal nicht stattfinden. Was ist bereits geschehen an negativen Konsequenzen? Vielleicht nicht nur negativ, vielleicht auch, also jetzt gerne zuerst so, negativ, ja. Ich glaube, es sind auch positive Dinge geschehen. Also negativ sicherlich, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft, wobei ich über den Begriff nicht streiten will, aber wo wir gewisse Grenzen in der Gesellschaft halt festgestellt haben während der Corona-Pandemie und die einfach nicht aufgeweicht worden sind. Also Gräben, die eigentlich hätten geschlossen werden können schon längst, die sind immer noch da und die stören auch die Diskurse, die wir in der Gesellschaft über andere Themen führen. Man merkt einfach, die Fronten sind nach wie vor verhärtet und das Diskursniveau ist nicht sonderlich gut. Aber es gibt auch positive Dinge. Also ich merke jedenfalls in vielen Medienberichten mittlerweile eine sehr viel kritischere Haltung gegenüber Gegenständen, die während der Corona-Pandemie sich ereignet haben, gerade auch im Hinblick auf die RKI-Protokolle hat es ja auch einige kritische Stimmen gegeben und dann nicht zuletzt die Entscheidung des VG Osnabrücks und auch andere Gerichtsentscheidungen. Also ich denke, da ist schon ein bisschen was in Bewegung gekommen. Nichtsdestotrotz bedarf es das eben auch auf Bundesebene von politischer Seite. Also kritische Beleuchtung lohnt sich trotz allem. Natürlich. Sagt Frauke Rostalski, Professorin an der Universität zu Köln und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Autoren sind Sie außerdem, wollte ich noch dazu sagen. Danke, Frau Rostalski, für das Gespräch heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.